Moin und herzlich willkommen zur 66. Videoausgabe des Blogs von Wolke P. Heute ist Sonntag, der 5. Juni 2011. Fangen wir mit Gold und dann fangen wir einfach mal klein an und gehen dann jede Zeiteinheit einfach nach oben. Stundenchart, wir waren hier in einem bullischen Keil und sind da nach oben ausgebrochen. Allerdings, je später man aus so einem Keil nach oben ausbricht, desto dynamischer ist dann auch die Bewegung, je mehr der Chart eingepfercht wird. Wir kommen hier hoch. Wir schaffen es aber nicht, hier im Bereich dieser Linie zu kommen, die ich Ihnen gleich zeigen werde, und bleiben hier hängen. Warum bleiben wir hängen? Zeige ich Ihnen gleich eine Zeiteinheit größer. Was ich Ihnen aber zeigen will, ist 50er und 100 Stunden Linie ganz nah beisammen. Die 20 Stunden Linie kommt gerade hoch. Das heißt, sehr bald haben wir wieder alle gleitenden Durchschnitte beisammen und man muss dann wieder damit rechnen, dass die den Weg auseinandersuchen werden. Es muss nicht sofort passieren, aber man muss früher oder später wieder mit einer dynamischeren Bewegung bei Gold rechnen. So, eine Zeiteinheit höher, 3-Stunden-Chart. Und was wir im 3-Stunden-Chart sehen ist, ich hatte Ihnen das, glaube ich, am Mittwoch oder Donnerstag gezeigt, dass hier Gold im 3-Stunden-Chart wiederum aus einem bärischen Keil nach unten ausgebrochen ist. Und genau hier hat dann Gold Widerstand gefunden, ist nicht weiter nach oben gegangen. Des Weiteren haben wir hier ein relativ großes gleichschenkliges Dreieck, was seit dem Ausverkauf hier die untere Trendlinie entstanden ist und oben, seitdem wir hier, ich gehe nochmal kurz zurück, nach oben gegangen sind, diese beiden Berührungen. Und es berührt gleichzeitig hier dieses Hoch, zumindest den Schatten. Das bedeutet, wir haben hier nach wie vor, was ich Ihnen gesagt habe, im Bereich von 1550 mit massivem Widerstand zu rechnen. Was es sein geben kann, ist, dass Gold hier an dieser Linie hier hochlaufen wird. Und wenn wir hier hinkommen, muss man sehen, was man mit diesem Kreuzwiderstand die Bullen machen werden. Gehen wir eine Zeiteinheit höher. Und ich lasse mal ganz bewusst jetzt hier diese Dreiecke einmal stehen, auch wenn das etwas irritierend wirkt. Was auffällt ist, sind diese langen unteren Schatten, die wir hier bei Gold generieren. Und was auffällt ist, dass die Goldbullen hier die Marke von 31, 32 US-Dollar nicht aufgeben wollen. Gleichzeitig haben wir nach wie vor diese sehr bullische Formation mit K- und D-Linie oberhalb der 80er Marke. Aktuell ist K bei 31, zwar unterhalb der D-Linie, aber wie gesagt, die sind umeinander geschlungen, sehr bullisch. Das Momentum geht ein bisschen nach oben. Das heißt, wenn ich mir das hier angucke, dass die 20-Tage-Linie nach oben zeigt, dass die 50-Tage-Linie nach oben zeigt, dass die 100-Tage-Linie nach oben zeigt, sehe ich sehr viel Stärke. Ich hatte Ihnen gesagt, dass ich kritisch bin, ob Gold wirklich diese 1550-Marke nehmen wird. Und wenn ich nochmal diese Dreiecke stehen lasse, hier haben wir im kleineren Zeitfenster einen bullischen Keil nach oben aufgelöst, hier haben wir einen bärischen Keil nach unten aufgelöst, jetzt arbeiten Sie da dran, gleichzeitig ist noch diese Linie. Was ich sehe, ist, ich sehe Stärke im Markt, viel Stärke im Markt, ich sehe aber auch wichtige Widerstände vor der Brust. Respektive, wenn Gold die Marke um die 1550 nehmen sollte, per Tagesschlusskurs, dann haben wir hier Platz nach oben in Richtung 62 und natürlich in Richtung All-Time-High, das muss ich einmal ablesen, um Ihnen das genau zu sagen, in Richtung 57537, falls wir diese Widerstände ausgeräumt bekommen sollten. Wenn wir uns die Trendlinien anschauen, ich hätte hier diese Punktlinie gezeichnet, vielleicht war es dann auch im letzten Video eine Strichlinie, wie auch immer, wir haben eigentlich nur hier Berührung und dann haben wir hier eine Körperberührung. Und jetzt haben wir hier sie einmal getestet, kommen nochmal in den Bereich dieser neuen Linie und gleichzeitig haben wir jetzt mehrfach die alte Linie getestet. Und schauen Sie sich das an, Gold kommt nicht so richtig von dieser Linie weg. Das heißt, entweder schaffen wir jetzt den Bounce davon weg oder je häufiger wir diese Linie testen, desto schwächer wird sie. Zusammenfassend für Gold im Tageschart, wichtiger Widerstand bei 1550. Sollten wir den nehmen, könnte es in Richtung 62 und dann All-Time High gehen. Sollen wir die Marke bei 15, und ich zeige Ihnen das hier, wo die horizontalen Marken sind, sollen wir die Marke bei 1532 verlieren, ist dann wieder mit einem Test im Bereich von 1518 zu rechnen, was wir hier auch gemacht haben. Darunter wartet dann auch die 20-Tage-Linie, hier wirklich wichtige Unterstützung. Also,
Widerstand 1550, wichtige Unterstützung 1517. Drunter 1500er Marke, bei 1496 läuft dann auch die 50-Tage-Linie. Exakt ist diese Linie bei 1498, aber wenn Sie es häufiger schauen, dann kennen Sie das. Insofern, in diesem Range werden wir uns, denke ich, morgen bewegen. Dann wird man sehen, ob die Bullen die Kraft haben, hier drüber zu gehen oder ob die Bären die Kraft haben, hier drunter zu gehen. Ich kann es Ihnen nicht sagen, was aktuell wahrscheinlicher ist. Schauen Sie auf die Woche und ich zeige Ihnen jetzt nicht immer wieder diesen Kanal. Wenn Sie das erste Mal das Video schauen, seien Sie so nett und gehen Sie einfach zum letzten Wochenchart-Video, da ist alles nochmal erklärt. Wir haben diese rosane Linie oder diese pinke Linie, hier Berührung, da sind wir einmal drüber gegangen, drunter gekommen und genau da, hoppala, Entschuldigung, erstmal die Linie wieder dahin packen, wo sie hingehört. Mein Gott. So, wir haben genau hier an der Marke, was ich Ihnen gesagt hatte, bei, jetzt habe ich es, 1559 Widerstand gefunden. Nächste Woche ist diese Linie bei 1556. Ich hätte Ihnen aber auch gesagt, dass ich nicht weiß, ob diese Linie wirklich noch valide ist, weil sie schon einmal gebrochen worden ist und dann wieder zurückgegangen sind. Was ich Ihnen gleichzeitig nochmal zeigen möchte, ist dieser bärische Keil, der gleichzeitig auch im Wochenchart zu sehen ist. Das heißt, hier, wenn wir da nach oben gehen sollten, wenn wir diese Marken, nämlich das All-Time-High, wirklich nachhaltig auch noch nehmen sollten, dann ist zumindest hier neben der 1600er-Marke die 1615 zu beachten. Ob wir da nächste Woche dahin kommen werden, bin ich ehrlich gesagt sehr skeptisch. Man muss zumindest im Blick haben, dass wir hier in einem bärischen Keil sind. Sie wissen, ein Keil, sei es bullisch, sei es bärisch, ist erst valide, wenn es ausgebrochen ist. Das heißt, erst wenn wir hier drunter gehen, haben wir einen validen Bruch nach unten und Sie müssen wissen, dass auch bärische Formationen bullisch aufgelöst werden können. Schauen wir auf Silber. Silber hat am gestrigen Tage, entschuldigen Sie, am Freitagshandel, das war nicht gestern gewesen, so, unter die 100-Tage-Linie gegangen, ist dann aber da zurückgekommen und ist hochgelaufen bis an die 20-Tage-Linie und da fanden wir Widerstand. Sieht aus wie ein Hammer, auch wenn wir hier einen kleinen oberen Schatten haben und der Körper zu klein ist. Wir haben in der Stochastik nach wie vor eine Verkaufsformation, das Momentum verläuft aber ganz flach. In einer kleineren Zeiteinheit, nämlich im Stundenchart, hatte ich Ihnen diese Bärenflaggen gezeigt und gesagt, vorsichtig sein, mehr als drei Flaggen hintereinander ist eher selten. Und Sie sehen, während wir hier in einem Kavusch runterkommen und hier auch mehr oder minder runterkommen, Sie sehen hier, wir kommen runter, als die Stange losgeht, dann kaufen die Bullen den Markt, dann gehen wir noch ein bisschen runter und kommen wieder hoch. Da war schon die Kraft der Bären deutlich geringer und Sie sehen, hier ist die Stange deutlich größer. Hier wird sie schon kleiner und hier wird sie noch kleiner. Was ergibt das, wenn die Stangen immer kleiner werden, die Bewegung nach oben größer? Sagen Sie es mir, einen bullischen Keil. Und ich zeige Ihnen das gerne immer wieder. Wann immer Sie einen Keil haben, können Sie das auch wunderbar hier im Momentum erkennen. Sie sehen, hier ist der Kurs bei knapp 36 Dollar. Das Momentum liegt bei minus 1. Dann wird der Markt weiter ausverkauft und das Momentum ist dann aber hier schon höher gegangen, nämlich bei minus 0,8. Das heißt, während der Kurs fällt, steigt das Momentum, bullische Divergenz, der bullische Keil wird dann damit nach oben aufgelöst und Sie sehen auch, dass wir hier Unterstützung gefunden haben im Bereich der 3533, was eine horizontale Unterstützungsmarke ist. Wenn wir zurückgehen auf den Tag, gibt es damit, auch mit dem Stundenchart, was mit dem bullischen Keil, was aufgelöst worden ist, haben wir kurzfristig Bewegungen nach oben. Das kann morgen sein, das kann auch übermorgen sein. Man wird abwarten müssen, wie weit die Kraft der Bullen reichen wird. Aber wir sind unterhalb der 20-Tage-Linie und wir sind unterhalb der 50-Tage-Linie. Gleichzeitig ist es so, dass wir hier ein gleichschenkliges Dreieck hatten, was nach unten aufgelöst worden ist. Und wenn Sie sich das nochmal angucken, mit dem massiven Ausverkauf vorher, das ist die Stange und das ist eine bärische Wimpelformation,
die valide nach unten aufgelöst wird. Ich hatte in meinem Stundenchart einen bullischen Wimpel gezeigt und Sie sehen, wenn ich einen bullischen Wimpel sehe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir nach oben gehen werden, größer. Sie brauchen aber eine Bestätigung, wenn Sie eine Wimpelformation traden. Gut, ich weiche gerade vom Thema ab. Das heißt, selbst wenn Silber nach oben kommen sollte und selbst wenn wir wieder diese 20-Tage-Linie zurückerobern sollten, die bei 3643 verläuft, spätestens im Bereich von 37,80 wartet sehr viel Widerstand auf Silber. In meinem Dafürhalten Bewegung nach oben und dann anschließend nochmal eine Etage tiefer und dann Test dieser grünen und lilanen Linie, die ich Ihnen immer wieder gesagt habe, deutlich wahrscheinlicher, als dass wir hier nach oben gehen werden und dann da durchlaufen werden. Und ich sage nicht, dass wir bis 3,780 kommen werden. Es ist nur eine sehr große Widerstandszone. Bitte beachten Sie das. Das heißt nicht, dass der Chart unbedingt den Kontakt mit dieser Linie suchen muss. Er kann auch vorher sich nach unten bewegen. Insofern muss man abwarten. Im Moment ist der Chart in meinem Dafürhalten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Bewegung nach oben machen werden, größer. Ist aber nicht so, dass jetzt die Bewegung nach oben fortgesetzt werden muss. Und auch der Wochenchart gibt einem ein bisschen Rätsel. Wir kriegen hier einen massiven Ausverkauf. Diese Kerze, muss ich Ihnen sagen, die macht mir Angst, habe ich aber auch immer wieder gesagt. Wir machen hier eine Low Base, berechnen aber nicht nach unten, sondern gehen nach oben. Testen diese Trendlinie von diesem Kanal hier, scheitern, kommen nicht drüber. Auch diese Woche kommen wir da nicht hin. Man könnte aber auch sagen, wir haben hier einen Hammer, wir haben hier eine Bestätigung, hier ein Retracement zurück, okay. Wir haben eine bärische Formation im Wochenchart. Schwierig. In meinem Dafürhalten wahrscheinlicher, dass die Bewegung nach unten fortgesetzt wird, als dass wir dann hier diese Marke bei 3962 brechen werden und dann nach oben laufen werden. Das ist eine Wochenmarke. Bitte beachten Sie das. Nach unten hin bei 3374 Unterstützung. Wo kommt die her? Diese Trendlinie. Das heißt, wir sind hier momentan gefangen zwischen diesen beiden Linien. Horizontale Marken bei Silber. Sie sehen, wir hatten hier zwei Wochenkerzen, Wochenschlusskurs, Schatten, wo wir hier Probleme hatten, zwei Wochen lang, bevor es nach oben gegangen sind. Und genau hier kommen wir nämlich in der Wochenkerze nicht weiter. Die eine Linie läuft bei 3787 und die untere Linie läuft bei 3745. Das heißt, es bleibt abzuwarten, ob Silber per Wochenschlusskurs hier drüber kommen kann. Wenn nicht, Unterstützung haben wir hier im Bereich von 3594, per Wochenschlusskurs wohlgemerkt, und darunter ganz, ganz wichtige Marke bei 3095. Dann bleibt mir nur noch, Ihnen viel Erfolg für den Handel für der nächsten Woche zu wünschen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wolke P. Nächste Update kommt Montagabend.